Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt ist der schwerste und heftigste Block. Oh weh, oh weh, oh weh. Es gibt ein Problem, Mario. Wir sind hier kurz vor der Massenpanik, vor allem ich. Also lies mal ganz schnell diskret das hier. Abrechnung mit Meowser. Oha. So eine Katastrophe. Die Bauleiterin ist von Bowser entführt worden. Ohne sie werden wir das Schloss nie fertig bauen können. Was sollen wir nur tun? Du musst sie retten, koste es, was es wolle. Schnell, ich flehe dich an. Okay. Ich drücke dir die Daumen. Okay. Abrechnung mit Meowser. Oh, oh. Ja, das ist mal so ein typisches Mario 18 Welt letztes Level-Ding, ey. Level. Oh, hi. Wie soll ich denn hier was tun? Bist du nicht ein bisschen sehr groß und ich habe keine Möglichkeiten, dir weh zu tun? Eventuell. Super. Oh, crap. Was ist denn das für eine Todesfalle hier unten? Brauchen wir eine Katze her. Ah! Das ist ja nett. Dankeschön, bye. Ah, ja, super, ein Auto. Ich hätte noch ein zweites Auto, bitte. Brauch eins dringend. Darauf war ich jetzt nicht eingestellt. Wow. Okay. Okay. Da lassen sie die Lumpen, ey. Da bauen sie echt so... ein Level, wie es angemessen ist für ein letztes Level in Mario. Krass. Hätte ich nicht erwartet. Ding, 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 ding. Au. Oh Mann. Hi, Boom Boom. Bye, Boom Boom. Boom Boom sind One-Shot für Autos. Wisst ihr das? Ist voll übertrieben an sich. Okay. Ah, da ist nur eine Passage im Level. Oh, na super. Oh, hi, Meowser. Nope. Hau ab, die blöden Pflanzen! Wow.
Helgen hier drüben gehabt. Naja, 30 Münzen sind wohl nicht für mich. Jeeks. Nope. Besiegt dich ruhig selbst, mein Freund. Besiegt dich ruhig selbst. Wo ist denn der? Jawohl. Ich hätte auch mit der Katze besiegen können. Nur dazu erwähnt. Oh, gratis 50 Münzen, wie schön. Toadette. Oh. Toadette. Kommst du her? Yeah! Oh, die haben sie echt eingesperrt, wie gemein. Die haben sie eingesperrt für Peach. Wahrscheinlich nur wegen der ganzen Peachette-Sache. Uch, grausig. Oder aber sie möchten. Bowser möchte sie eigentlich engagieren als Bauleiterin. Für ein neues Schloss von ihm. Naja. Puh, endlich wieder frische Luft. Ich werde dir ewig dankbar sein, Mario. Aber viel wichtiger, das Buntglas müsste mittlerweile fertig sein. Zeit für die große Enthüllung. Yay. Das Schloss ist auch fertig. Hurra! Das neue Schloss ist fertig. Ich erschaudere fast vor dieser Pracht. Damit ist mir ein Platz in den Geschichtsbüchern so gut wie sicher. Aber genug von mir. Wir müssen schnell Prinzessin Peach holen. Kreis ist wieder ab. Sieht doof aus. Oh, was für ein wunderschönes Schloss. Das war sicher ein hartes Stück Arbeit für euch alle. Vielen Dank. Mario. Ah. Nein. Tu es nicht, Mann. Oh, Mann. Wir haben das Schloss gebaut. Und irgendjemand hat diesen blöden Block da hingestellt. Diesen Knopf, diesen Undo-Knopf. Oder die Rakete. Mit dem Undo-Hund drauf. Ja, wir sind durch hier mit der quasi Story. Das Einzige, was noch fehlt, sind die restlichen Level, die ich noch leveln muss. Die da bauen muss. Das Spiel muss. Guck mal, der Teil von oben in der Ecke ist ja super. Zusätzlich. Zusätzlich würde ich noch fragen, was ist denn da unten eigentlich drin? Und was ist auf der linken Seite? Da fehlt doch definitiv noch was. Schwierig, schwierig. Frag mal, wie der Stil hier aussieht. Wolkig. Das ist ja kein Mario Bros. In dem Sinne. Lustig. Den sollst du auch mal so einbauen, wie er ist. Wobei, es ist Mario Bros. Nur sieht er anders aus als Mario Bros. Irgendwie. Liegt im Hintergrund. Muss sagen, von den ganzen
ja, von der Story irgendwo gut. Da ist jetzt nichts groß Story in dem Sinne drin, außer man baut ein Schloss. Aber die Level kann man gut als Tutorial nehmen, um sich interessante Sachen für den Kopf einhämmern zu lassen. Von wegen, ah, das könntest du bauen und vielleicht verbessern oder für sonstiges machen, ne? Aber uns fehlt noch etwas. Zum Beispiel die letzte Quest von Yatagura da vorne. Mann, diese Taube ist riesig. Krass. Ich bin mal gespannt, was sie noch bringen werden in Zukunft mit Updates. Kann sein, dass sie noch was Neues reinbringen mit den Updates. Und vom Frosch mal abzusehen, ja, der ist komisch, aber irgendwo lustig. Das muss ich ihm lassen, er ist irgendwo lustig. Tanzt den ganzen Tag rum mit seiner Disco-Kugel. Ganze Zeit macht er das. 40 Ticks noch. Oh ja. Yeah. Aber ich frage mich auch, wie man für das Hauptspiel, also für das Hauptspiel, für das Online-Ding alle Teile bekommt, alle Ausrüstungsteile. Könnte schwierig werden. Wenn man kein Level großartig baut. Ach, guck mal, wie das Schloss aussieht. Ist ja ulkig. Ha, Luigi! Wo kommst du denn her? 23.07.2019. Das war interessant. Der 23.07.2019 ist ja Release-Datum, ne? Vom Spiel. Haben sie als Punktzahl eingebaut. Ist ja mal gut. Baumeisterhelm. Die neue Baumeisterkleidung erhalten. Du kannst den Level aus aller Welt verwenden. Baumeisteranzug. Eyo. Der Superhammer. Ein neues Element erhalten. Du kannst es beim Levelbau im Spielthema Super Mario 3D World verwenden. Hätte ich gern gehabt in Super Mario Bros. 3? Naja. Gratulation zur Fertigstellung des Schlosses. Aber selbst wenn du im Abenteuermodus schon alle Level kennst, in Super Mario Bros. Super Mario Maker 2 kannst du deine eigene Level bauen. Also, worauf wartest du noch? Setz deine Ideen um und lass deine Kreativität, kreative Energie freien Lauf. Es wäre interessant, wenn sie das hier, das ganze Level-Dingens hier, sagen, du musst es spielen, sonst kannst du nichts machen. Naja. Was ist denn? Auch die längste Bauarbeiten gehen einmal zu Ende. Frag mal den Berliner Flughafen. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Das war das erste Mal, dass ich Bowser aus der Nähe gesehen habe. Wenn er so etwas nochmal macht, dann wird er sein blaues Wunder erleben. Nicht wahr, Mario? Ja. Bosho. Wow, wow. Soll ich für 100 Münzen was Lustiges sagen? Ja, bitte. Danke, dann spitz mal die Ohren. Wer schaut eine Röhre nach Feierabend? Röhrenfernsehen. Bra. Echt jetzt? Echt jetzt? Röhrenfernsehen? Naja. Wenn du das meinst? Ich frage mich gerade aber eher, wie zum Geier kriege ich diese Blöcke hier los? Ah. Mit A. Hier ist aber ein Hammer haben. Was ist denn das? Ah. Bibo bip. System wird neu gestartet. Ach, der Speicherbot. Ach, den habe ich ja komplett vergessen. Wo kommst du denn her? Mehr Energie. Kommst du bitte komplett raus? Wir wollen keinen riesigen Roboter im Boden haben. Das sieht nicht gut aus. Nein. Hm.
Was kannst du denn so tolles machen, Speicherbot? Beep. Hi. Bibo, beep. System wird neu gestartet. Bibo, beep. Neuer Start abgeschlossen. Bibo, beep. Barterkennung läuft. Bibo, Bart erkannt. Biba, beep. Du bist Mario, korrekt? Nein. Bibo, ba, beep. Anmeldefehler. Aber Bärte lügen nicht. Bibibo, boop. Ich bin ein Roboter, der Videos abspielt. Welches Video möchtest du ansehen? Intro, Ende des Death Credits. Oh, cool. Auf Wiedersehen. Guten Tag, Mario. Welches Video möchtest du ansehen? Also einfach nur alle Videos anschauen. Krass. Das Intro, das Ende und die Death Credits. Interessant, kann man mal machen. So, wir müssen aber jetzt wirklich die 100% insgesamt hier haben, abgesehen von den Leveln. Denn hier fehlen noch ein paar, abgesehen von natürlich... Wo ist der Vogel? Ist das schon fertig? Ach, egal. Die Statuen sollten als Beitrag für die Bauarbeiten ausreichen, oder? Kann ich mich wieder schlafen legen? Mach du mal. Wo ist der Vogel? Lass mich raten, jetzt ganz oben auf dem Schloss. Und nicht hier oben auf der Wolke. Wo ist der Vogel? Der hat gemeint, komm noch mal zu mir. Der ist nicht hier. Dann ist er wahrscheinlich auf dem Schloss und kackt den Leuten auf den Kopf. Dieser verkackte Vogel. Wo bist denn du? Du blöde Sau, du bist. Du bist doch nicht mehr hier, oder? Wo ist der Vogel? Wirklich nett von dir, dass du die Bauleiterin gerettet hast. Ohne dich wäre das Schloss wohl nie fertig geworden. Ich weiß gar nicht, wie dir danken soll. Ja. Wo ist der Vogel? Yatagura, wo bist du? Yatagura. Wo der Vogel wohl wieder stecken mag. Sag mir von wegen, komm doch mal zu mir. Aber dann ist er ja nicht mehr hier. Wo bist du? Wobei. Ich höre einen Vogel. Bist du hier? Vielleicht wieder in der Kanone. Münzen. Nö. Bist du auf der anderen Seite? Wo versteckt sich der Kollege? In der Kanone diesmal? Hier? Auch nicht. Wo ist der Vogel? Ich höre ihn. Aber wo? Wo versteckst du dich, Yatagura? Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten werde ich an die nächsten... Die letzten Level, die wir haben, wahrscheinlich alle einen Livestream machen. Irgendwann mal. Manchmal betreibt sie mit ihrem Eigenlob, aber letzten Endes macht sie wirklich einen herausragenden Job. Gut, nun, wo die ganzen Aufträge vorbei ist, kannst du es sicher kaum erwarten, noch ein paar Aufträge zu beackern. Aber Prinzessin Peach hat auch einen Auftrag eingereicht. Oh, den sollen wir auf jeden Fall mal machen. Auf geht's, Baumeister Mario. Dann machen wir zum letzten. Lieber Mario, der Keller ist so voller Blöcke, dass man gar nicht durchkommt. Es wird Zeit, dass mal jemand mit dem Superhammer aufräumt. Mit so einem Hammer können sie auch links oben halten und dann B drücken, um Baumeisterkisten herzustellen. Dann zeig ihnen, wo der Hammer hängt. Der Hammer ist so eine Sache, der ist irgendwo komisch. Der ist irgendwo komisch. Baumeister Mario ist am Werke. Der Hammer... hält Mario wirklich komisch auf. Und wenn er eine Box rausholt, dann sieht es immer aus, als würde er kacken. Ist so. Er kann auch nicht wirklich sprinten. Er muss ernsthaft erst einmal, wenn man B drücken will, zuschlagen. Nicht so ideal, wenn man mich fragt.
Power-Up. Aber er kann auch Fromm zerstören. Das sollte man nicht vergessen. Naja, diese ganz tollen Hitboxen. Es ist ein interessantes Power-Up, muss man sagen, aber es ist leicht komisch. Aber von den Kisten, die er beschwören kann, kann er auch nur eine bestimmte Anzahl machen, leider. So. Und zwar, es müssten 6 Stück sein oder so. Aber er kann sie auch selbst wieder zerstören, das ist gut. Ziel. Also es ist relativ schwierig mit umzugehen und ihn zu meistern ist noch übler. Also ziemlich schwierig, aber man kann relativ gut mit ihm schnell anhalten. Drück einfach B, da hält er an. Peach Glide. Wer ein Peach Glide haben will, hier habt ihr eins. Frag mal trotzdem, wo der Vogel ist. Marsch 9, den Neuling Toads. Oh. Es sollten heute noch ein paar neue Toads in meinen Dienst treten, aber es ist noch keiner von ihnen angekommen. Vielleicht haben sie sich irgendwo verlaufen. Könntest du alle 10 Wohlbehalten zu mir bringen? 10 Toads? Okay. Alles klar, Prinzessin Peach. 10 Toads. Klar. Von mir aus. Neuling Toads. Welch auch immer du sagst, Prinzessin. Wow. Oh, wow. So viel dazu. Die gehen also instant drauf? Wenn sie irgendwas berühren? Oh, Himmel. Da ist ja so eine Piranha-Pflanze, die Feuer schießt da oben. Echt scheiße, wa? Lauf, die kleinen Toads. Einer wird sterben. Keiner wird sterben. Hurra, keiner gestorben. Dum, badum, bum, bum. Da sind welche gestorben. Nein. Na super. Toad, komm her. Kommst du wohl hier runter? Danke. So, lauf, lauf, lauf. Zehn bekloppte kleine Toads, ey. Boah, ist ja ekelhaft. Eine Karawane, ey. Hättest du direkt einen Wickler draus machen können. Peach-Perücke. Jetzt können wir rumlaufen wie Prinzessin Peach. Noch ein Auftrag von Peach? Nein. Der unbesiegbare Windsprinter. Hm. Ja, das aber soll es dann erstmal gewesen sein. Wir haben fast alle Bonusaufträge gemacht. Fehlt noch Yatagure. Ich habe nur keine Ahnung, wo der verkackte Vogel gerade ist. Ich habe den Tipp bekommen vom Chat im Livestream. Der befindet sich anscheinend in der Hundehütte. Scheinbar. Wuffi, wow, hast du nichts mehr zu tun? Wow, ich soll für dich 100... Ja, mach was Lustiges. Sag was Lustiges. Wow, wuff, wow. Dann schieb mir die Ohren. Kugelwilli? Ja, Kugelwilli nit. Kugelwilli nit. Wow. Wow. Ja. Vogel.
Den kann man gut übersehen. Na? Mein gurrender Freund. Gurr, so sieht man sich wieder. Gurrigur, ich habe noch einen Auftrag für dich. Auf zu besseren Gefilden. Gurrigur. Bei meinem morgendlichen Joggingflug fand ich mich plötzlich in einem Schwarm von Kanonenkugeln wieder. Sie fliegen wohl Richtung Süden, um dort zu überwintern. Könntest du sie vom Himmel holen? Okay. Die wollen nur wie Urlaub machen. Ist doch fies. Aus besseren Gefilden. Es ist Mario Bros. 3. Oh je, super. Okay. Wir bekommen einen Schuh. Ach du Scheiße, was zum Geier? Was hat er denn dabei gedacht? Ich hätte nicht gedacht, dass hier Kanonenkugeln vom Himmel fallen. Wegen die machen Winterurlaub. Das ist mal ein interessantes Level. Holy Scheiße, knapp. Okay. Okay. Soweit, so gut. Da unten. Oh. Ich kann sich so viele One-Ups holen. Und sterben. Mist, das war mega doof. Ich hätte einfach durchziehen müssen. Aus besseren Gefilden 2. Verdammt. Es muss aber nicht das Ende sein, das ist das Bekloppte. Es kann der Anfang sein von einem anderen, von einem schwierigeren Teil des Levels. Ja. Theoretisch. Aber ich muss sagen, ihr habt mir über die Livestreams schon so krasse Level geschickt teilweise. Das ist ja eine der leichtesten Übungen von der Schwierigkeit her. Echt jetzt? Schuh? Nein. Okay. Dann halt nicht. Bling. Yatagura, ich habe dein Level geschafft. Ich habe die Kanonen vom Himmel geholt. Dann bekomme ich einen... Yatagura? Yamamura. Yatagura, wie komme ich auf Yatagura? Gurr, gurr. Yamamura Strickhemd. Genau. Sonst was zu sagen zum... Abschluss. Gute Arbeit, du hast viel gelernt. Ich bin stolz auf dich. Du bist ein komischer Kauz. Ja, das war eine ganz schöne Zeitverschwendung. Zeitverschwendung oder Zeit investiert, je nachdem, wie man es sehen mag. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und das ganze Schloss in voller Pracht. Sieht doch schick aus. Also Leute, ich verabschiede mich. Ich verabschiede mich von euch. Ich danke fürs Zuschauen. Und wie gesagt, am Anfang des Let's Plays, wenn ihr Level haben solltet, die ich spielen soll, kommt in Discord, packt sie mir in den Chat rein, in den Super Mario Maker Sammelchat. Oder kommt auf Twitch in den Livestream und sendet mir dort Level. Immer dann, wenn ich Super Mario Maker zocken sollte, nehme ich eure Level gerne an und spiele sie. Und das heißt, in dieser Zeit, wenn ich mal Level hier hochladen sollte oder Parts vom Mario Maker, dann werden es wahrscheinlich teilweise eure Level sein, wenn ich eine Zeit dazu finde, es zu machen. Das ist die einzige Voraussetzung. Aber ich verabschiede mich jetzt endgültig zum dritten Mal. Haut's rein, bis dahin und ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen. Macht einen schönen Tag. Bye, bye. Oh mein Gott.